Wieder zurück, wie vorhin schon gesagt, ich bin Kors97, willkommen auf meinem Gaming-Kanal. So, heute Nachmittag schon ein bisschen Anthem angefangen zu spielen. Ein paar Missionen gemacht mit dem Kumpel Sebastian. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt noch weitere Aufträge sind. So ein bisschen spielen wir noch heute. Dass wir so ein bisschen vorwärts kommen. Ich dachte, das Spiel macht riesig Spaß und ich dachte, das ist wirklich eine Kaufempfehlung von mir. Und von daher los geht's. Gut. Hallo. Oh oh. Was ist los? Du machst mir manchmal ein bisschen Angst. Wirklich? Naja, gar nicht so abwegig. Ich lebe gefährlich. Aber du solltest mich trotzdem besser kennen. Ich kenne dich. Okay, wann ist mein Geburtstag? Fangfrage. Du feierst nicht gerne Geburtstag. An einem Geburtstag. Also nicht, keine Ahnung. Also, wann ist mein Geburtstag? Du willst mich reinlegen? Du hast es mir nie gesagt. Wahrscheinlich nicht. Er war vor ein paar Tagen. Na dann, alles Gute nachträglich. Danke. Und wo ist dein Geschenk? Weißt du was? Ich schreibe dir ein schreckliches Gedicht. Hm, irgendwann. Um genau zu sein, haben wir uns an meinem Geburtstag getroffen. Das ist eine Fangfrage. Welches Mal? Kürzlich oder in unserer Jugend? In unserer Jugend. Der Tag, als du mich bestohlen hast. Hey, ich hatte Hunger. Oder Langeweile. Oder Langeweile. Aber es hat sich ausgezahlt. War ziemlich lustig, eine Woche lang Regulatoren zu nerven. Du warst immer auf der Suche nach Ärger. Meinst du, deshalb wolltest du Freelancer werden? Ich war jung. Und es ist mein Job, Menschen zu helfen, Owen. Warum so empfindlich? Weil ich mich für mein Erwachsenes selbst rechtfertigen muss. Komm, natürlich hilfst du. Helfen wir Menschen. Aber ich denke gern über Ursprünge nach. Der Funke, mit dem die Reise begann. Sag mal. Was hast du damals eigentlich allein in Ponteix gemacht? Ich hatte die Nase voll von der Satomi und nahm mir eine, nennen wir es, ungeplante Auszeit. Ich streifte umher. Genau wie du, als wir uns in Helios trafen. Ich nenne das lieber meine Selbstfindung. Wegen des Herz des Zorns? Wo ist dein Team? Das weiß ich nicht. Ah, ich wollte dich nicht runterziehen. Vergiss es. Vor uns liegt eine strahlende Zukunft. Kopf hoch! Auf uns warten Aufträge. Ja, dann schauen wir mal. Aufträge so mit sich bringen. Hey, Freelancer. Also die Welt ist schon echt gut gemacht, muss man schon ehrlich sagen. Ja, schaut schon echt gut aus. In unseren neu gebauten Ranger. Geht's zur Mission. Warten wir mal. Was ich an diesem Spiel halt echt schade finde, sind diese ewigen Ladezeiten des. Endlich fair surfen mit der Costa Fairflat. Ich finde es echt so traurig mit der Ladezeit heutzutage. Weil. Es gibt andere Spiele, die haben von der Größenordnung noch mehr. Und von dem her finde ich das halt etwas schade.
Ja, dann schauen wir mal. Sagt man, ist sofort. Es wurden wieder Arkanisten von Ska entführt. Wir brauchen hier keinen Freelancer. Ich sehe, was ich tun kann. Sind hier und auch die Ska, von denen sie entführt wurden. So, leichte Witzung beim Kameraden. Mal los hier. Nicht so gut, glaube ich. Bömmchen reingelassen. Okay, der ist ein bisschen größer, der Kamerad. Aber macht auch nichts. So, ein Impulsgewehr. Mitnehmen. Da ist noch was, kann man noch was einsammeln? Und? Alle Feinde besiegt. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Wir müssen Arkanistenausrüstung bergen, ehe die Ska uns zuvorkommen. Alles klar. Das Fliegen macht so Bock, ey. Finden Sie die Arkanistenmaschinen. Das Gerät sieht intakt aus. Ein bisschen Muni einsammeln. Aber scheiß Viech.
ausgezeichnete Arbeit. Hm? Freelancer, es gibt noch was. Was gibt's? Zwei Typen des Gar machen uns zu schaffen. Wir können ihre Hilfe gebrauchen, um sie unschädlich zu machen. Verstanden. Da fliegen wir wieder mal. Ja. Also mal schauen, dass wir irgendwann nochmal was erwischen, dass wir ein bisschen länger fliegen können. Ja, noch so ein komisches Viech. Gute Arbeit mit diesen Ska. Glauben Sie mir, die Sentinels sind dankbar. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Das ist relativ gut unbedingt einen Punkt damit zulegen. Okay. Gehen wir mal ins Vor zurück. Schauen wir mal, was da so Neues gibt.
Ach, jetzt singen wir noch so eine Stunde. Gesundet. Aber so ein bisschen. Können wir schon noch. Schauen wir in der Schmiede nach, was wir da. Okay. Und jetzt. So, Storm freischalte. Storm ist das neueste Javelin-Design und verwendet mit Ember kann sich die Macht der Fähigkeiten oberhalb der Kämpfe zu schweben. Macht die schwache Panzerung weg. Wird dieser Javelin von einem erfahrenen Lancer bedient, machen sie in einen Blitz, Eis, anderen Elementarangriffe, einem unsichtbaren Werkzeug. Der Kolossus. Der schwere gepanzerte Javelin ist ein Meilenstein der Menschheit. Als wir dann so meine Arbeit und langsamer als an dem Modell kann Schaden standhalten. Im Kampf kannst du lassen, Kolossus hält. Kampf zerstört. Der Interceptor. Interceptor wurde als Fernzug Erkundung an mich ein akrobatisches ernannt kann. Schöner Nahkampf kombiniert mit speziell Bewaffnung. Aber ich nehme Storm. Ausgezeichnete Wacht. Die Macht der Blitze in deiner Hand? Furchterregend. Die Siegel, die der Storm verwendet, basieren auf Technologie, die aus Strahlheim herausgeschmuggelt wurde. Dominion-Technologie? Sie wurde technisch in Heliost aufbereitet und durch die Arkanisten verstärkt, um das Dominion durch sein eigenes Know-how zu schlagen. Köstliche Rache. Ich kann's kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Aber vergiss nicht, dass der Storm nicht so viel Schaden einstecken kann wie ein großer, klobiger Kolossus. Also keine Faustkämpfe mit Geschützen? Faustkämpfe sind was für betrunkene Idioten. Du kannst dir die Elemente zunutze machen, Feuer werfen, deine Gegner einfrieren. Wenn die Arkanisten geholfen haben, ihn zu bauen, hast du dann jemals einen ausprobiert? Ich bin kein Lancer. Ich bin einmal für einen kurzen Moment in einen Javelin geschlüpft. Gefiel mir nicht, wie mein Hintern darin aussah. Aber da mache ich mir keinen Kopf. Ich bin sicher, du wirst dafür sorgen, dass er funktioniert. So, alle mal ausrüsten. Sollte man fast. Bisschen was kann. Parat. Kamera.
Wenn ich mit dem in den Krieg ziehen will, dann mit 1 brauchst du gar nicht anfangen. Mal gucken. Ich habe den Eindruck, da stehen mehr Kisten als Leute rum. So. Willkommen daheim. Owen war hier. Ich soll dir sagen, dass er dich sehen will. Willkommen daheim. Owen war. Muss doch da wechseln können irgendwo. Thank you.
können. Schieben, verschiebbare Spielschein den ganzen Tag. Jetzt schaut es besser aus hier. Von Beginn. Ach ja, perfekt. Perfekt. Es ist schön, immer diese alte, diese kleinen feinen Feuerwaffen. Ja. Komm daheim. Owen war hier. Ich soll dir sagen, dass er dich sehen will. Ja, dann gehen wir halt mal zu Owen. So, haben wir jetzt 46.000 Münzen. Für einen neuen Anzug, wenn ich einen wollte. Ja, schauen wir mal, was Owen hat. Was für eine Frage. Für dich immer. Du bist schließlich mein Lieblingslancer. Bin ich das? Oder bin ich vielleicht dein einziger Lancer? Ja, meistens. Aber hin und wieder nehme ich auch extra Aufträge an. Ich muss ja schließlich meine Brötchen verdienen. Ich bin gern offen für neue Gelegenheiten. Das geht doch klar, oder? Aber gib zu, du findest keinen besseren Partner als mich. Hab nie was anderes behauptet. Wir sind ein gutes Team. Schon gut. Genug mit dem schnulzigen Gerede. Das reicht jetzt. Okay. Wechseln wir das Thema. Jetzt, wo Corvus Interesse hat, sieht die Lage schon besser aus. Wie wir diesen Matthias gerettet haben, das war fast so schlimm wie das Gar-Albtraum bei unserem ersten Auftrag. Das war absolut verrückt. 10-mal so schlimm. Ich war erst ein paar Wochen in Tarsis und finde mich in einem Team wieder mit dem Lancer, der das Herz des Zorns überlebt hat. Ich war echt heilfroh. Endlich ging es aufwärts mit diesem armen, eigenwilligen Krypter. Was meinst du mit arm und eigenwillig? Ach, nachdem ich die Satomi verlassen hatte, war ich etwas ziellos. Hatte einen Job auf dem Läufer, streifte durch Antium. Du hast sicher schon gemerkt, dass ich mich schnell langweile. Das Leben ist, was man daraus macht. Glaubst du das echt? Ja, tu ich. Beneidenswert. Ich werde drüber nachdenken. Owen,
Ist es wahr, was die Leute sagen? Dass jeder Krypto ein bisschen kaputt ist? Wo wir gerade schon ein ehrliches Gespräch führen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit zu fragen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnulzig für dich. Nein, das Thema macht mich immer noch zu wütend, um es schnulzig zu finden. Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Nein, nein, nein. Wissen ist Macht, habe ich recht? Also gut. Ja, jeder Krypta ist ein bisschen kaputt. Oder auch ziemlich kaputt. Die Fähigkeit, eine Verbindung zur anderen aufzubauen, kann man sich nur unter Verlust von etwas anderem aneignen. Was man verliert, variiert. Oft ist es etwas Belangloses, aber manchmal lässt es einen funktionsunfähig zurück. Also, tot? Hä? Nein, nie tot. Egal, was es dich gekostet hat, du bist ein Krypter und ein guter noch dazu. Ja, ist schon ziemlich cool. Und wenn ich erstmal auch mein eigener Lancer bin, dann werden alle sehen, wie unglaublich umwerfend ich bin. Warum versuchst du nicht einfach ein noch besserer Krypter zu werden? Ich dachte, das Leben ist, was man daraus macht. Du scheinst nicht so ganz hinter deinen eigenen Idealen zu stehen, mein Freund. Darüber hinaus gibt es genug Level so und so Krypter. Das ist daran schon toll. Sollte ich fragen, wie es läuft? Der Unterricht? Nun, eigentlich ist es nur ein Buch, aber ich häng mich rein. Sieht aus, als wäre ich ein Naturtalent. Du weißt, dass ich Jahre gebraucht habe, oder? Ja, klar, aber ich bin nicht du. Egal. Du bist ein interessanter Mensch. Danke. Aber eine gut gemeinte Warnung. Komm mir besser nicht zu nah. Ich mach nur Spaß. Ein kleiner Gratiseinblick in meine Unsicherheit. Jetzt mal im Ernst. Das bedeutet mir viel. Okay. Freelancer, Loyalität 1. Schließe Aktivität ab. Sache Freelancer dienen. Deine Arbeit wird die Aufgabe von dir stärker, mehr Freelancer und die Rückkehr zur eigenen Zeit. Naja. Amen. Immer schön, dich zu sehen, mein Freund. Siehst du die Geschichten an der Mauer? Ja, ich hab mich schon gefragt, was das soll. Wenn Freelancer fallen, wird ihr Link zu mir gebracht. Im Leben verbindet der Link uns mit einem Krypta. Im Tod ist er eine Aufzeichnung. Und du schreibst auf, was passiert ist? Ja, um uns daran zu erinnern, was Freelancer gegeben haben. Das machst du ganz alleine? Es ist eine Ehre. Wir sollten nicht trauern, sondern feiern. Ich will, dass du unsere Toten ehren gehst. Bring mir ihre Geschichten. Und leuchte ihnen den Weg nach Hause. Na gut. Ich sollte mal... Du machst so viel. Wunderbar. Ich bin neugierig. Woran erinnerst du dich am meisten? Die guten Zeiten? Die schlechten? Was? Ganz ehrlich. Schwierig. Die besten Tage bleiben hängen. Die Siege. Darum geht es im Leben, oder? Ich war vor einer Ewigkeit mal bei den Dämmerungstoren. Die Sterne haben hell gestrahlt. Der Regen hat alles leuchten lassen. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Wusste nicht, was es war. Was war es? Kinder. Alleine. Draußen im Dschungel, mitten im Nirgendwo. Sie haben gesungen. Kinder? Wie sind sie? Ich meine, wie sollte ich das verstehen? Ein Läufer war angegriffen worden. Ich habe sie nach Hause gebracht. Es war ein Wunder. Es gab Musik. Es wurde getanzt. Einen Haufen Kinder retten. Das ist doch ein guter Tag. Ja. Ja, ein guter Tag. Aber... Eines der Kinder, ein Fremder, hielt seine Hand. Seine Eltern.
sind an Bord des Läufers gestorben. Wir sollten für die Hoffnung stehen, aber dieser Job hat zwei Seiten. Wenn mir meine Siege große Freude bereiten, weiß ich trotzdem, dass irgendwo auch Trauer ist. Ja, hat recht. Es gibt immer einen Preis. Das gehört zum Job. Ja, aber wir dürfen uns davon nicht aufhalten lassen. Verloren und allein. Aber die Kinder haben gesungen, hörst du? Das tue ich. Ich hoffe, die Arkanisten holen jetzt ihre Leute herein. Es ist nicht sicher. Freelancer, der Auftrag verlief gut, hoffe ich. Steigt mein Deadpool wieder ein. Ein kleiner Gefallen. Mal schauen. Ladebildschirm des Todes wieder mal. Zu viele Links, zu viele Freelancer-Geschichten verloren. Finde sie und bringe sie nach Hause. Ihr Opfer wird nicht vergessen werden. Ihre Taten sollten hell leuchten. Richtig hell. Verstehst du? Verstanden. Entschuldigung. Die nächste Stätte wurde nicht gepflegt. Du wirst das ändern. Hier ist ein Freelancer gestorben. Andere kamen, seine Arbeit zu beenden. Manche bleiben zurück. Allein stark, gemeinsam stärker. Beseitige alle unwillkommenen Besucher. Sie haben hier nichts zu suchen. Schon dabei. Ich bin hier früher oft selbst hergekommen, um das Ungeziefer zu bejagen. Ah, du kämpfst gut für unsere Brüder und Schwestern. Thank you.
Jetzt gibt Zunder, um ihr Leben zu feiern und sie nach Hause zu geleiten. Okay. Ruht in Frieden. Wir alle werden einander wiederfinden, wenn das Ende der Welt gekommen ist. Ich habe einen weiteren Ort für dich in der Nähe. Der nächste Ort wird blutig sein. Du musst die Links der gefallenen Freelancer einsammeln. Damit du ihre Geschichten aufschreiben kannst. Ja. Sieht aus, als hätten wir kürzlich einen Kampf stattgefunden. Ja, sehr kürzlich. Viele Leben verloren. Du musst dich um diese Bastarde kümmern. Auf in den Kampf. Manchmal fehlt mir die Action. Schleimig. Sieht größtenteils gesichert aus. Jetzt such nach verbleibenden Links. Materialien? Etwas Ausrüstung, aber kein Link. Ich habe noch einen gefunden. Die meiste Ausrüstung fehlt. Auf der Hand. Wieder kein Link? Nein. Seltsam. Das sind alle. Und keine Links. Kein einziger. Verdammt. Ich weiß, wer das getan hat. Aber ich weiß nicht, wieso. Die Überlebenden haben hier ein Denkmal gesetzt. Zünde das Feuer an. Yarrow, wer hat diese Links gestohlen? Gesetzlose, Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verbannt wurden. Monster! Gesetzlose! Unsere Leute haben sie geschnappt! Gesetzlose Feiglinge! Sie stehlen von Freelancern! Wir müssen sie aufhalten! Das werden wir! Ausrüstung gefunden! Sieht nach Helmen aus! Wir müssen den Rest holen! Ich habe hier einen Link! Ich wusste es! Sie stehlen links! Aber warum? Ergibt keinen Sinn! Noch mehr Links! Sie hatten es mit Sicherheit auf die abgesehen! Bring möglichst viele zurück. Wir müssen das Rätsel später lösen. Ich habe eine lange Vorgeschichte mit Gesetzlosen. Nichts Gutes dabei. Da kommen noch mehr, glaub mir. Konzentriere dich darauf, alles Gestohlene zu finden. Das ist wichtig. So, Martin. Aber, ey. Gut. Dank der Linken Energy können wir all diejenigen würdigen, die hier gestorben sind. Aber wir sind noch nicht fertig. Da kommen mehr Gesetzlose. Sorgt dafür, dass keiner von denen je wieder hierher zurückkommt. Dann bauen wir so. Machen wir es ja glatt. Es sind vor so wenig Geschichten. Weil die meisten in Fallmark waren, am Kolosswall. Nach dem Herz des Zorns haben wir in Fort Tarsis neu begonnen. Du hast also all diese Geschichten in Freimark verloren? Ja, wir haben viel von unserer Geschichte verloren. Von diesem Ort.
Waffenmeister abgeschlossen. Da haben wir sehr gut. Ja, da haben wir richtig neu. Ich glaube, sie sind erledigt. Gesetzlose, die von uns stehen. Unsere Geschichte. Ich verstehe nicht warum. Aber hör zu, es gibt noch eine Stätte. Eine sehr wichtige. Schon unterwegs. Selbst errichtet. Ich habe es schon lange nicht mehr besucht. Ich wollte es wiedersehen. Für einen Freelancer. Hat Großes vollbracht. Dieser Sturkopf. Nun komm, bring mir die gebrochenen Links. Ihre Geschichten werden aufgeschrieben werden. Ein Renault zu los. Ja, genau. Gut. Hassan, glaube ich. Ja, ratzfatz, waren wir durch, Kameraden. Ging fast jetzt eigentlich zu schnell. Komm. Und ist so blöd. Mal schön, wenn wir mal ein ach, nicht schon wieder, ey. Das Spiel schon wieder aufgehängt. Ich muss das Spiel wieder neu starten. Gesagt, haben sie irgendwie ein Problem noch. Das Spiel hängt sich alle. Hilf das mal auf. Let's go. Kommen wir noch mal in die Schmiede und dann war's das für heute. Ach nee, ich hatte einen Fehler bei. So was auch. Ja, meine Verbindung wurde unterbrochen, das weiß ich. Ja, nichts klären.
Ja, aber um sie Sachen trotzdem noch bekommen. Ja, müssen wir nochmal in die Schmiede schauen. Was da so drin ist. Und dann ist das, denke ich, gut. Hat er die Mission gar nicht gemacht, oder was? Freelancer. Der Auftrag verlief gut, Papi. Schauen wir mal. Eigentlich haben wir ihn abgeschlossen. Eigentlich. Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann halt nochmal machen. Jetzt war es schade drum. Es könnte geklappt haben. Gleich. Ich würde. Oh, wir wollen. Präzisionsgewehr. Gib mir die doch. Ich verstehe es nicht. So, schauen wir mal bei den Handgranaten. Mittlerweile mir Ranger Teile. Okay. Kann nicht mehr. Nehmen wir auch rein. So, bei Komponenten. Komm fürs. Hm.
Schau, irgendwo noch so ein Ich hab's ja angenommen. Ah, es langt schneller. Okay. Nächstes Mal Impuls, wenn wir machen. Schauen wir noch einmal. Stände zu sehen. Das soll sich anders gehen als uns. Reality. So, würde ich aber sagen, bleiben wir mal stehen, dann wissen wir das nächste Mal, wo wir hin sollen. Dann danke ich nochmal fürs Zuschauen an alle und ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschaußen, ich bin draußen.